In diesem Kurs werden alle Aspekte des Kannibalismus besprochen. Moralische Auswirkungen, Sicherheitsaspekte beim Verspeisen von Leichen und Rezepte für köstliche Beilagen aus Haaren und Fußnägeln. Boah, mir ist gerade wirklich ein bisschen schlecht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns, Überraschung, immer noch an der Voltec-Universität. Es gibt halt so viele Häuser davon und so viele Geschichten. Und wir sind jetzt, meine ich, im Haupttrakt, im Hauptgebäude. Mit sauberen Klos. Halbwegs sauber. Für eine Apokalypse halbwegs sauber. Und wunderschönen Büsten. Und Buff-Out. Naja, an einer Universität Drogen ist, glaube ich, nicht so selten, oder? Habe ich jetzt eine Klischee-Schublade aufgemacht? Ja, ein bisschen. Das ist aber schon irgendwie cool. So stelle ich mir ja auch irgendwie so ein... Ich weiß nicht, das Hauptquartier von Bethesda stelle ich mir so ähnlich vor, dass es da irgendwie so eine riesige Vault-Tür gibt und... Vault-Figuren und Skyrim-Figuren und alles Mögliche. Wir gehen erst nach rechts. Hallo. Ich bin hier auf meiner täglichen Inspektion. Das ist eine Rüstungswerkbank, oder? Ach, verdammt. Aber wir können zumindest nochmal Schrott klein machen. Und die Pistole. Und den Injektor. Und, also ich meine 32 und 2, wobei die fast kaputt ist. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir die, wie viel wiegt die 2? Wisst ihr was? Wir machen das einfach. So, dann machen wir mal modifizieren und reparieren. Also dann später die Waffe, klar. Müssen wir dran denken. Ich gucke nur gerade bei unserer Rüstung. Aber bei unserer Rüstung geht es eigentlich gut. Bis auf, okay, der hier nicht mehr so. Reparieren. Ansonsten sehe ich es eigentlich gerade, ja, das hier sicherheitshalber einfach. Ansonsten sehe ich es eigentlich gerade nicht ein, dass wir hier was reparieren müssen. Herstellen können wir ja, glaube ich, nichts Neues. Kopfschmuck, ja gut, den hatten wir schon. Tragen wir schon. Okay. Drogen. Schon wieder. Ich mache mal Licht an. Ist ein bisschen dunkel hier. Spüllappen. Automatisches Forschungsterminal. Für Studenten verfügbar von 6 Uhr bis 20 Uhr. Alle Holoband-Programme müssen vom Betreuer der Fakultät genehmigt werden. Spiele sind auf diesem Terminal verboten. Bitte Code eingeben, um fortzufahren. Archivierte Protokolle. Aktueller Admin hat alle archivierten Protokolle gelöscht. Oh. Vorherige Programmergebnisse. Ah, alles gelöscht. Okay. Schade. Was haben wir hier? Eine Lupe. Hier saß dann wohl der Chef der Abteilung. Mann, ich hätte gerne eine Waffenwerkbank. So, wir gehen weiter nach rechts. Wobei, hier ist auch schon wieder ein Ausgang eigentlich. Das ist irgendwie fast unheimlich. Irgendwie sieht das unheimlich aus. Ich weiß nicht warum. Irgendwie diese Schreibtische hier. Beunruhigen mich. Warum beunruhigen mich Schreibtische? Ich weiß es nicht. Es liegt an der Tapete. Eindeutig liegt es an der Tapete. Zahnbürste, Zahnpasta. Zahnpasta nehmen wir mal mit. Ich weiß zwar nicht, was da drin ist, aber wir nehmen es mal mit. Okay, das ist kein sehr spannender Raum. Oder ich übersehe irgendwas, ich weiß es nicht. Happy Work ist... Hard Work ist Happy Work. Harte Arbeit ist glückliche Arbeit. Was? Stay fit, stay focused. Ja. Ein Fitnessraum. Entwicklungsterminal körperliche Gesundheit.
Ja, wir haben was über Kinder gelernt oder über Kindererziehung, Umgang mit Kindern in nuklearen Einrichtungen. Ja, das ist hängen geblieben. Und wie wir ja, Hautkrankheiten und so weiter erkennen. Und jetzt lernen wir was über Sport. Einführung. Zu den Hauptanliegen eines jeden Vault-Aufsehers gehören die Gesundheit und das Wohlergehen der Bewohner. Mit Hilfe dieses Kurses zeigt Ihnen Vault-Tec, wie Sie verschiedene gesundheitliche Probleme, die in unseren Vaults auftreten können, überwachen, diagnostizieren und behandeln. Falls Sie Fragen zu diesem Lehrmaterial haben, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Vault-Tec-Universität. Ich dachte, hier geht es um Sport und nicht um ärztliche Behandlung. VTU GWV 101. Einführung zur Gesundheit von Vault-Bewohnern. Dieser Kurs wurde entwickelt, um Ihnen die körperlichen Aspekte der Gesundheit und des Überlebens von Vault-Bewohnern zu vermitteln. Als Aufseher lernen Sie, was Ihre Bewohner antreibt, was möglicherweise schiefgehen kann und wie Sie Lösungen für mehr Gesundheit und Wohlergehen umsetzen. Als Bonus werden Sie ein Wochenende in einem unserer Test-Vaults verbringen und erleben, welche Auswirkungen wiederaufbereitete Luft, wiederaufbereitetes Wasser und geringe Dosen von Strahlung auf den menschlichen Körper haben können. VTU GW V201. Einführung zu Schadstoffen. In einem normalen Vault befinden sich ungefähr 673 mögliche Schadstoffe. In diesem Kurs lernen Sie als Vault-Aufseher das kennen, was wir als TTS oder die Top 10 der Schadstoffe bezeichnen. Wir sprechen über die Quellen dieser Stoffe, ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper und die Behandlung gesundheitlicher Probleme, die sich aus dem Kontakt mit ihnen ergeben können. Falls Sie Aufseher eines zertifizierten Beobachtungsvaults sind, zeigen wir Ihnen auch, wie Sie diese Schadstoffe in so geringer Menge zuführen können, dass Sie ordnungsgemäße Datenpunkte ohne langfristig schädliche Auswirkungen auf die Bewohner erhalten. VTU GWV 304. Wiederaufbereitung organischer Abfälle. Alle Vaults sind vollkommen autark konzipiert und werden von dem Versiegel mit angemessenen Mengen an Nahrungsmitteln und Wasser ausgestattet. Sollte es zu einem unwahrscheinlichen Ausfall eines dieser Systeme kommen oder werden besagte Ressourcen nicht ordnungsgemäß verteilt bzw. gehen verloren, muss der Vault-Aufseher auf die Wiederaufbereitung organischer Abfälle zurückgreifen. In diesem Kurs besprechen wir die Nutzung und Wartung der Wiederaufbereitungssysteme des Vaults sowie die geeignete Aufgabe von Nahrungsmitteln und Getränken. Der Höhepunkt des Kurses ist unsere Verwertungswoche, in deren Rahmen die Teilnehmer gezwungen sind, mit Hilfe unserer Recycling-Systeme und ihrer eigenen Ausscheidungen zu überleben. Genau das dachte ich mir nämlich. Als ich das gehört habe, dachte ich mir schon, lernen wir jetzt... Ja. Nein, das wollen wir gar nicht weiter ausführen. VTU GWV 410. Überleben durch Kannibalismus. Will ich diesen Text weiterlesen? Hierbei handelt es sich um einen fortgeschrittenen Kurs, in dem der mögliche FANNQ-Status, Fehlen aller Nahrungsmittel und nahrungsmittelähnlicher Quellen eines Vaults beleuchtet wird. Falls alle Nahrungsvorräte verbraucht und die Wiederaufbereitungssysteme des Vaults außer Betrieb sind, erhalten Aufseher von Vault-Tec die Genehmigung, alle für das Überleben der Bewohner gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann mitunter auch Kannibalismus vonnöten sein. Oh nein! Und vor allem, der Aufseher hat dann die Erlaubnis, das einzuleiten. Also, wenn ihr da so ein richtiges Arschloch dann sitzen habt als Aufseher, das einfach nur an sich denkt, dann weiß er das und wird einfach Dinge einleiten, um selbst möglichst lange zu überleben und andere Leute zu essen und... In diesem Kurs werden alle Aspekte des Kannibalismus besprochen. Moralische Auswirkungen, Sicherheitsaspekte beim Verspeisen von Leichen und Rezepte für köstliche Beilagen aus Haaren und Fußnägeln. Oh, mir ist gerade wirklich ein bisschen schlecht. Das Problem ist, ich kann mir das immer sehr gut bildlich vorstellen und dadurch entstehen Bilder in meinem Kopf, die sich jetzt eingebrannt haben mit Fußnägeln und Haaren. Und ihr geht... Igitt, igitt, igitt. Oh, was gibt es heute? Ja, das Bein von Mr. Cotsworth. Wer kennt Cotsworth noch? Das Bein von Mr. Cotsworth auf einem Haarbett mit Fußnagelsträußel. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Igitt, igitt, igitt. Oh. Eine weitere Test-Vault? Ach, hier sind wir in dem Reaktorraum. Den ich das letzte Mal meinte, wo ich gesagt habe, hier müssen wir vielleicht ein bisschen rumgucken, oder?
Ich wollte gerade sagen, warum schleiche ich? Aber wir sind ja überladen. Das war doch der Raum, oder? Ist doch alles... Huch! Ist doch alles miteinander verbunden. Dann gehen wir erstmal nach oben. Gucken, was wir hier noch so haben. Tagebuch der Aufseherin. Persönliches Aufsehertagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vortec. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Vault 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja, eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das schulde ich Evan. Was meinte sie mit, da geht es gar nicht hin zum Altar? Also, ganz ehrlich, Apokalypse hin oder her, den Altar kann man sich dann auch selbst bauen. Siehe The Walking Dead. Ich möchte nicht spoilern, falls irgendjemand die Serie noch nicht gesehen hat und es gerne gucken möchte. Da gibt es 2 Personen, die das eigentlich ganz gut machen. Mit, egal, ob die Welt untergegangen ist und es eigentlich keine wirklichen Hochzeiten mehr gibt oder jemand, der das Ganze registriert und so weiter. Das hindert einen ja nicht daran, es zu tun. Ja, ha! Ihr Ghule. Oh, hier mal. Lootkiste! Guter Halt des Insta-Püree. Yum. Wobei, Püree mag ich tatsächlich nicht so gerne. Also Insta-Püree ist ja so Kartoffelpüree, oder? Auf sehr, sehr schnell. Mag ich nicht so wirklich. Vortec Leitfadenterminal. Einführung. Die Vortec-Universität wurde als Reaktion auf die zunehmende Gefahr der totalen atomaren Auslöschung gegründet, die unser Spezies droht. Wir haben eine ganz besondere Umgebung geschaffen, in der unsere bunt gemischte Studentenschaft in allen Facetten der Bildung eintauchen kann, die mit dem Überleben im Angesicht des bevorstehenden Todes zu tun haben. Dank unseres innovativen Vault-TM-Trademark-Systems konnten wir eine Möglichkeit entwickeln, in dieser grausamen und gnadenlosen atomaren Welt zu bestehen. Wir von der Vortec-Universität glauben, dass alle Absolventen dieser Institution zu 100% unserem Motto »Seien Sie bereit für die Zukunft« folgen werden. Unser Personal. Wir von der Vortec-Universität sind stolz auf unser gut ausgebildetes und erfahrenes Personal. Jeder unserer Professoren durchläuft einen rigorosen Ausleseprozess, der nicht nur die normalen Hintergrundüberprüfungen beinhaltet, sondern auch verlangt, dass sie für die Dauer ihrer Anstellung in einem unserer Test-Vaults wohnen. Und da drin krepieren. Sollte man vielleicht auch in Klammern. Sternchen. Das Kleingedruckte lesen. Für Erfahrung gibt es keinen Ersatz und wir glauben, dass dies unserem Personal eine einzigartige Qualifikation zum Unterrichten der Kurse verschafft. Unsere Einrichtung. Die Vortec-Universität ist eine hochmoderne Einrichtung mit den neuesten und besten Innovationen unserer Partner aus der Regierung und der Privatwirtschaft. Unsere strategischen Partnerschaften verschaffen uns Zugang zu normalerweise eingeschränkten Technologien, darunter fortschrittlichen Zentralrechner, Militärrobotik und kompakte Fusionsenergiesysteme. Wir bieten unseren Studenten nur das Beste, da wir davon ausgehen, dass sie irgendwann einmal die zukünftigen Führer unserer Welt sein werden. Unser Versprechen. Wenn ein Student seinen Abschluss aus der Vortec-Universität macht, erhält er nicht einfach nur ein Blatt Papier.
Blatt Papier und einen Handschlag, sondern vielmehr die Schlüssel für die Zukunft. Wenn dieser Planet irgendwann nur noch aus Asche besteht und die Menschheit vom Aussterben bedroht ist, werden unsere Absolventen als einzige befähigt sein, die Überlebenden durch das Chaos zu führen. Seien sie stolz darauf, durch diese heiligen Hallen zu gehen. Als Student der Voltec-Universität werden sie einer der kommenden Hüter der Menschheit sein. Was sie mit dieser Zukunft machen, liegt ganz bei ihnen. Ach ja, dieses Heroische immer bei Voltec. Voltec tut immer so auf extra heroisch. So, ich habe keine Ahnung mehr. Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Waren wir hier schon? Eine Waffenwerkbank! Eine Waffenwerkbank! Juhu, wir können endlich unsere... Nein, herstellen wollte ich eigentlich nicht. Wobei, wir können mal kurz gucken. Wir haben ja Rezepte 1. Mechanische Waffen. Wurfwaffen. Wir können aber nicht wirklich was Neues herstellen, oder? So, verwerten. Wir haben bestimmt noch ein bisschen Schrott gefunden. Die Mistgabel werden wir benutzen. Oh, wir haben ein Lasergewehr. Schaden 16. Ja. Lasergewehre mag ich tatsächlich sehr, sehr gern. Habe ich immer sehr gern mitgearbeitet. Vielleicht ersetzen wir das irgendwann mal für die Pistole. Ich weiß es noch nicht. So, verlassen und wir wollen modifizieren und reparieren. Nämlich unser tolles Gewehr. Und die Mistgabel reparieren wir auch mal. Die Schrotflinte reparieren wir auch schon mal. Und das Lasergewehr einfach auch mal. So, dann gucken wir mal kurz, ob wir hier irgendwas machen können. Standardlackierung, Mündungsbremse, Visier ist ja okay. Wir können hier nicht wirklich mehr machen. Verlängerter Standardlauf, stabilisierter verlängerter Lauf. Hier verlieren wir Reichweite, bekommen aber Präzision. Reichweite 216. Hier ändert sich irgendwie nichts, außer dass das Gewicht ein bisschen weniger wird. Okay, das ist nicht interessant. Die Schrotflinte. Da könnten wir rein theoretisch ein bisschen was basteln, aber das können wir dann auch machen, wenn wir dann soweit sind. Hier können wir jetzt tatsächlich gerade ein bisschen den Schaden hochschrauben. Und wir könnten es lackieren. Lackieren wir es einfach mal mit Öl. So. Ich denke, das reicht. Wir haben repariert. Wir haben unsere Pistole mit 27 Schuss. Unser Gewehr hat auch nicht mehr so viel Munition. So. Ich habe leider schon wieder keine Ahnung, wo wir jetzt... Okay. Daneben. Genauso wie wir. Muss schon treffen. Ich mach mal kurz die Tür zu. Denn die Tür ist die einzige Öffnung hier rein. Ein Trinkglas. Okay, das ist einfach nur eine Küche. Ich dachte, wir lernen jetzt hier noch irgendwas über Essen oder so. Was haben wir hier? Blutpfeffersteak. Notizen. Bauplan. Kennen wir alles schon. Können wir dann irgendwann mal verkaufen. Und das Rezept kannten wir zumindest noch nicht. Okay, das ist leider nicht sehr spektakulär. Eat well, live well. Und was steht da? Cleanliness ist Godliness? Was? Aber überall sehr vorbildlich. Ein Erste-Hilfe-Kasten. So, da waren wir ja. Haben wir hier vielleicht noch irgendwelche Unterlagen auf den Tischen oder irgendwas Spannendes? Nicht so wirklich. Na gut. Hier den guten Rechner hatten wir ja. Das war ja jetzt das Terminal von gerade, richtig? Leitfadenterminal. Und wir schleichen.
Mal wieder. Oh, das ist... Haha. Aus welchem Film ist das? Erinnert mich an irgendwas. So, da unten ging es ja noch in die Vault. Ich meine, das hier haben wir ja jetzt gesehen. Dann gehen wir nämlich nochmal kurz. Ich glaube, das war hier. Genau, und gucken, ob wir da auch wirklich... Watch Step. Vorsicht, Stufe! Ob das Ganze hier wirklich verbunden ist und ob es das ist. Ich glaube, hier waren wir das letzte Mal, wo ich meinte, hier müsste man sich da noch ein bisschen umgucken. Ich kann mich aber auch irren. Ihr wisst es, mein Gedächtnis. Energieterminal. Hier können wir gleich wieder alles anschmeißen. Aber das versuchen wir, oder machen wir, wie auch immer, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden an einem Energieterminal, wo wir wahrscheinlich alles kaputt machen werden. Bis dahin. Ciao.